Sahra Wagenknecht sollte Spaß mit 100 Russen haben. Linkspolitikerin im Rechtspopulismus. Greifen ihre menschenfeindlichen Forderungen auch bei ihr? Sahra Wagenknecht forderte wiederholt die Kapitulation der Ukraine vor Putin. Für den Frieden. Tatsächlich ist Putin der Aggressor. Die ukrainische Verteidigung rechtmäßig. Bei Kapitulation tilgt Putin die Ukraine aus der Geschichte und weitere Kriege folgen. Sein Verlangen nach der Sowjetunion erfasst auch die frühere DDR. Wagenknechts Forderung lässt schlussfolgernd erwarten, sie wolle die Kriegsverbrechen russischer Soldaten legitimieren und am eigenen Leib spüren. Spricht sie als Betroffene anders?